Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar Douglas-Neuheiten in diesem Gesicht ausprobieren und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe zuallererst eine kleine Refresh-Routine gemacht. Da kommen wir auch zum Kooperationspartner dieses Produktes, nämlich Beauty Mates. Dort gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit, Routinen zu shoppen und die sind deutlich reduziert und mit meinem Code Claudi30 bekommst du das nochmal günstiger, sodass du da wirklich für einen schmalen Taler einfach mal dir die Produkte anschauen kannst. Und wie gesagt, ich habe die Refresh-Routine verwendet, einfach damit ich so ein bisschen mein Gesicht wieder auf Vordermann bringe, denn sehr viel Schlaf sitzt aktuell einfach nicht drin. Ich habe einfach den Augenlifting-Booster zuerst genommen mit einem Tropfen, das tatsächlich auch ganz entspannt unter meinen Augen aufgegeben, aber auch auf meinen Augen. Danach habe ich einen Tropfen von dem Koffein Wake Up Booster aufgetragen. Nein, zwei Tropfen habe ich verwendet, genau. Damit ich meinem Gesicht einfach so einen kleinen Energiekick geben konnte. Als grünen Abschluss dieser Layering-Geschichte habe ich mir tatsächlich dann die Hyaluron Cream Boost aufgegeben. Danach war mein Gesicht wirklich super erfrischt. Durch diese Routine habe ich minimierte Augenschatten und Augenringe. Dann habe ich einen erfrischten Teint und ich habe einfach eine schöne genährte Haut und fühle mich einfach bereit für den Tag. Beauty Mates ist ein langjähriger Kooperationspartner von mir. Die sitzen in München. Die Produkte sind cruelty-free, vegan. Wir haben keine PEGs, Parabene, Parfümstoffe und so. Wenn dir das, was ich dir hier vorgestellt habe, nicht ganz so zusagst, weil du sagst, meine Haut ist schon strahlend genug, dann schau einfach mal im Set-Konfigurator vorbei. Du kannst dir dein Set individuell zusammenstellen, sodass du das wirklich auf deine ganz persönliche Hautroutine, auf dein Bedürfnis anpassen kannst. Schaut auf der Homepage vorbei. Ihr könnt dort auf jeden Fall auch die Produkte euch einzeln bestellen. Deswegen habe ich euch in die Infobox nicht nur die komplette Routine reingepackt, sondern auch die Einzelprodukte und den Set-Konfigurator. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Mit Claudi30 ein bisschen was sparen. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Solltest du gar nicht wissen, welche Produkte für dich passen könnten, gibt es auch noch den Produktberater und die KI-Hautanalyse. KI, künstliche Intelligenz, ist ja zurzeit sowieso ein Megathema, ne? Aber schaut gerne mal vorbei. In der Infobox habe ich euch ganz viele Links reingepackt. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich jetzt einfach mal hier mit meinem Schminki. Und da habe ich zuallererst einen Primer. Den würde ich nicht brauchen, wenn ich von Beauty Mates mir die reichhaltigere Creme aufgetragen hätte. Aber das hier ist jetzt für mich persönlich einfach zu leicht, weil ich eine super trockene Haut aktuell habe. Das ist von Revolution das Ceramide Protect Skin Barrier Protecting Primer Produkt. Oh, flüssig. Sehr flüssig. Huch, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Und es riecht nach Pfirsich. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm an. Könnte man sicherlich auch als Hautpflege verwenden, aber hier hast du definitiv Parfümstoffe drin. Das heißt, für mich eher Make-up-Produkt. Und dann kommen wir jetzt auch zum Make-up, also zu Foundation. Denn Leute, ich habe hier wirklich Produkte von Lancôme bis Catrice, habe ich alles hier am Start. Das ist die neue Foundation Teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Also da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Primer drunter gebraucht. 110C habe ich mir ausgesucht. 24 Stunden Healthy Glow Skincare Foundation. Es gibt auch noch eine Variante mit einem schwarzen Deckel, glaube ich, ne? Aber ich hatte da einfach Bock drauf auf Glow und Pflege, weil ich halt so ein trockener Hauttyp bin. Oh, die sieht so passend aus. So passend. Und ich habe jetzt die letzten Tage so einen Foundation-Test gemacht. Da habe ich oft eine Foundation drauf gehabt, die nicht ganz so passend war. Das ist schon krass. Ja, und die verteile ich mir jetzt im Gesicht. Ist natürlich vom Hautunterton kühl, ne? Und ich bin ja neutral kühl. Oh mein Gott, das passt gerade so gut. Wow. Ja, auch die Foundation hat einen Duft, die riecht blumig, so nach Rose oder so. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's. Ich find's großartig. Also das sieht wirklich klasse aus. Wahnsinn. Ich freue mich, weil wie furchtbar ist es bitte, wenn du dir so eine teure Foundation kaufst und die einfach nicht passt, ne? Und da bin ich gerade einfach sehr glücklich drüber. Von dort kommt Tageslicht. Ihr seht es jetzt auch dann hier im Tageslicht, ne? Sieht gut aus. Ja, schön. Leichte Deckkraft, mittlere Deckkraft. Mittlere Deckkraft würde ich sagen. Mal schauen, ob die nachdunkelt. Aber so gefällt mir das richtig gut. Hat schön abgedeckt. Fühlt sich sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Gibt einen leichten Glow, aber kein Glitzer. Schön. Kann man sich jetzt auch noch mit dem Schwämmchen einarbeiten. Das müsste sogar aus dem Douglas Adventskalender gewesen sein, ne? Dieses große gelbe Ding. Voll gut. Jetzt verwende ich einen Concealer von Charlotte Tilbury. Der ist aber, glaube ich, viel zu hell. In der Farbe 2 Fair habe ich mir den nämlich bestellt. Beautiful Skin Radiant Concealer. Der sieht weiß aus. Das ist krass. Das ist echt krass. Der riecht nach
Concealer. Also da habe ich jetzt nicht einen großen Duft, den ich wahrnehme. Komm, ich mache jetzt erstmal eine Seite. Da scheint Schimmer drin zu sein, aber ich finde, die Farbe geht klar. Also da bin ich gerade ein bisschen happy, dass es doch irgendwie funktioniert. Super krass ist die Deckkraft nicht, aber er gibt Strahlkraft unters Auge. Das habe ich jetzt nicht direkt von Douglas gekauft. Das hatte ich mal letztens in, ich glaube, Glossybox Eye oder so war das mit drin von Honest Beauty. Es ist nämlich hier dieser Creme Blush in Rose Pink. Und da habe ich mir gedacht, die ein oder andere wird das Ei jetzt ja vielleicht zu Ostern geschenkt bekommen haben. Schauen wir uns das mal an. Das ist die Marke von Jessica Alba und hier haben wir einen schönen Schmetterling drauf. Und dann nehme ich mir dann auch meinen Foundation Buffer. Oh, das ist eine schöne Farbe. Oh ja, wirklich schön. Im realen Leben würde das auch so ausreichen. Ich gebe mir aber tatsächlich gleich auch noch einen Puderblush drüber. Nee, aber für den Alltag mag ich den gerade richtig gerne. Der ist hübsch, Leute, ne? Verwendet den auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ein paar Jährchen älter ist. Ich werde ja im Mai 34 Jahre alt. Dann hat man hier an der Seite halt auch gerne so Fältchen. Und die werden halt betont, wenn du richtig pudrige Texturen so verwendest. Aber bei cremigen Texturen wirkt das Ganze immer so ein bisschen frischer und natürlicher. Ne, finde ich echt genial. Schönes Produkt. Dann habe ich hier mal wieder die Primer Potion von Urban Decay. Die gab es irgendwie zu einer Lidschattenpalette mal dazu. Ist jetzt natürlich kein neues Produkt und Urban Decay wird jetzt auch bald nicht mehr bei... hey, da ist nichts im Applikator dran. Hallo. Bei Douglas zu finden sein, weil Urban Decay ja leider Deutschland verlässt. Als nächstes möchte ich gerne so ein bisschen, mache ich immer ganz gerne nach cremigen Texturen, Setting Spray verwenden. Da hat Revolution diese Aura Fix Produkte rausgebracht und da habe ich hier dieses Aventurin Fixing Spray Enriched with Tiger Grass und da haben wir wie damals auch in dieser Essence Limited Edition hier so Edelsteine drin und das hier ist Aventurin. Fühlt sich schon mal sehr erfrischend an. Also ich glaube, perfekt für den Sommer geeignet. Ne? Das nehme ich gleich aber auch noch als Fixing Spray generell. Boah, meine Base, Leute. Ne? Das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Als nächstes habe ich hier von Essence Fix and Last 14 Hours Make-up Fixing Loose Powder. Das ist dieses Produkt. Und dann nehme ich mir einfach mein Schwämmchen, ein bisschen Puder drauf und sette damit den Concealer. Okay, das ist schon sehr, sehr weiß, ne? Wow. So hell wollte ich das nämlich heute gar nicht haben. Aber naja, it is wie it is. Denn das nächste Puder, was ich habe, ist auch weiß. Ist von Charlotte Tilbury. Ich bin sehr, sehr froh, dass Douglas auch diese Minis im Sortiment hat mittlerweile. Airbrush Brightening Flawless Finish Fair to Medium. Ja, Fair to Medium vor allem. Es ist weiß, Leute. Ne? Wie gesagt, eine kleine Größe ist das. Ist immer ganz, also es ist in Relation natürlich teuer, aber es ist, oder teurer, aber es ist ganz gut, dass man das einfach mal austesten kann, bevor man sich die große Größe halt kauft, ne? Weil wer weiß, ob einem das halt auch so gefällt. Ja, das ist schon jetzt sehr, sehr hell. Mal gucken, wie das jetzt gleich noch mit den anderen Produkten weiter funktioniert, aber es sieht soweit so gut aus, ne? Es ist ein sehr leichtes Puder, also im Sinne von, ich habe jetzt keine dicke Puderschicht auf dem Gesicht oder so. Könnt ihr mir das auch gut vorstellen, dass ich das auch unter den Augen auftragen würde, aber da habe ich jetzt das lose Puder verwendet. Ja, wir schauen mal weiter. Also ich habe jetzt auch von Zoeva mir die Together We Grow Palette geschnappt. Damit kann ich jetzt natürlich mein Gesicht auch ein bisschen besser aufwärmen. Da gehe ich jetzt in den Ton Vision rein. Oha, also der kann mehr, als ich von ihm erwartet hätte im Fännchen, weil da sieht er eigentlich relativ hell aus oder unscheinbar, aber... Ich meine, gut, ich bin jetzt auch sehr hell im Gesicht, ne? Dann wirken die Produkte natürlich etwas mehr, aber das ist ein vernünftiger Bronzer. Diese Palette lag eine ganze Weile in meinem Schrank und ich habe sie einfach nicht verwendet und ich frage mich gerade, warum? Sehr, sehr einfach in der Handhabung und sieht sehr hübsch aus. Den Blush daraus werde ich jetzt nicht verwenden, weil ich habe mir einen neuen gekauft. Zoeva hat nämlich diese Velvet Love Geschichte rausgebracht und den habe ich mir in der Farbe Happiness gekauft. Hübsch, oder? Also das Packaging schon mal. Und Wear the Love steht hier drin. Der ist relativ dunkel, aber ich hatte einfach Bock drauf. Manchmal ist so ein etwas kühlerer Blush auch mal eine ganz angenehme Geschichte. Ui, wirklich sehr schön pigmentiert. Oh, der schmiegt sich auch so richtig kuschelig an den Bronzer. Das passt. So schaut dann einfach mal der Blush aus, der mir richtig gut gefällt. Schaut da mal vorbei, der sieht wirklich toll aus. Dann verwende ich jetzt hier den Highlighter, dann nehme ich den Gratitude. Das ist der hier oben. Den gebe ich hier einfach mal so hin. Oh ja, den sieht man auf jeden Fall. Der ist aber eher so gülden.
was jetzt nicht so unbedingt meine Welt ist, aber es passt auf jeden Fall zum Look, ne? Der Concealer glitzert, Leute. Okay, das meinen die mit Radiant. Oh! Hm. Highlighter mag ich, ja, aber nur an den Stellen, wo ich es hingeben möchte. Was macht er denn unter den Augen? Okay, egal. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da hatte ich letztens von NYX auch wieder einen, den ich ganz furchtbar von der Farbe her fand. Aber jetzt habe ich mir den Ash Blonde hier mal bestellt. Ich bin nicht müde, einfach die richtige Farbe zu finden. Ne? Das ist der Micro Brow Pencil. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, ob das funktioniert. Oder hatte ich schon mal Ash Blonde und das war nix? Das sieht jetzt nämlich schon wieder aus wie irgendwas aus Julius Wendel. Das ist ja crazy, voll der Orangenstich da drin. Also ich bin blond, ne? Aber das ist kein Blond. Naja, ich gebe mir jetzt einfach hier mein Benefit drüber in der Farbe 2. Ich hoffe, dass das jetzt noch irgendwie was retten kann. Aber das ist schon krass. Das ist nicht schön. Naja, geht so. Aber na, egal. Es sind Augenbrauen, mit denen ich vor die Tür gehen würde. Alles ist gut. Vor die Tür gehen vor allem, ne? Da sehen mich vielleicht 5 Leute. Und hier sehen mich doch ein paar mehr. Nun, auf jeden Fall verwende ich jetzt den 24 Hours Brow Setter von Benefit ebenfalls oben drüber. Ich mag den einfach gerne. Das ist ein Produkt, was ich auch aktuell in regelmäßiger Anwendung mal wieder habe. Und bei der Douglas-Bestellung, die ich getätigt habe, konnte ich auch irgendwie so, oder habe ich 3 Goodies mitbekommen. Und da war unter anderem auch eine kleine Größe von dem 24 Hours Brow Setter mal wieder drin. Ihr habt sie ja eben schon in meiner Hand gesehen. Ich möchte jetzt gerne von Catrice die My Little Pony Palette verwenden. Die gibt es tatsächlich auch noch bei Douglas zu kaufen, ne? Wir haben hier sehr schöne Pastelltöne drin, die sehr vergleichbar sind mit der Natasha Denona Palette, ne? Die Pastels. Zuallererst verwende ich den Ton Parasol und sette mein Lid. Dann nehme ich den Ton Cotton Candy, ein wunderschönes Rosa, und gebe mir das als Transition Shade in die Lidfalte. Den muss ich derbe aufbauen, weil das ist halt wirklich Pastell, ne? Da siehst du nicht so viel von. Ich habe euch gerade ein bisschen umentschieden. Jetzt möchte ich gar nicht, upsala, so einen dezenten Look machen. Ich nehme jetzt den Ton Blossom auf. Das ist dieser lila Ton. Ich mache mir jetzt ein Halo-Eye. Das heißt, der kommt hier nach innen hin und auch nach außen. Nach innen hin möchte ich gerne mit diesem Pink verblenden, Firefly. Dann nehme ich diesen Schimmerton Windy auf. Der ist lila. Und setze mir den mit dem Finger hier so einfach komplett drüber als Topper. Und genau auf die Mitte setze ich mir den Ton Glory. Das ist dieser ganz helle Leuchteton. Der kommt wirklich hier genau auf die Mittellinie. Zack, da wird der Halo-Effekt nochmal richtig rausgeholt. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir einfach ein bisschen was von dem Blossom, also von dem Lila. Und in den Innenwinkel gebe ich mir dann auch wieder den Ton Glory auf. Ein bisschen was unter die Augenbraue, um es ganz exzessiv zu haben. Etwas crazy, aber so liebe ich es ja, ne? Eine schöne Palette, muss ich sagen. Also den Look mag ich gerne leiden. Es ist einfach mal ein bisschen was anderes, ne? Ein Halo einmal wieder, ein bisschen dieses Lila und Pink. Und dann habe ich in einem Adventskalender drin gehabt von Huda Beauty den Lifeliner Quick and Easy in der Farbe Very Winter. Das ist einfach ein Schwarz. Und das schaut einmal so aus. Hat eine Pinselspitze, was ich immer sehr, sehr schön finde. Und damit werde ich mir jetzt einen ganz entspannten Eyeliner ziehen. Jedenfalls war das der Plan. Ich habe es leider nicht so ganz hingekriegt. Aber es ist okay. Man kann damit schön malen. Ich hatte erst so ein bisschen Probleme gehabt, dass er auf dieser Seite auch wieder malt. Aber da musste ein bisschen mehr drüber gehen. Und dann hat das auch schon wieder funktioniert. Also doch, doch. Er hat auch eine Kugel drin. Ich hätte ihn mal vorher schütteln sollen. Ne? Läuft bei mir. Gut. Als nächstes kommt jetzt nochmal dieses Aura-Fix drüber, um alles zu fixieren. Bevor ich die neue Mascara verwende, werden die Wimpern gebogen. Denn ich habe hier die Be Perfect Cosmetics Lash Out Mascara mir gekauft. Die schaut einmal so aus und die war auch neu. Und da hatte ich dann einfach mal Interesse dran. Mascaras finde ich ja immer sehr spannend. Wobei das einfach so ein klassisches Erdnussbürstchen ist mit einem Kunstfaserbürstchen. Riecht so weit, ganz leicht nach Mascara, aber hat keinen wilden Geruch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Geht doch. Ich hatte in der ersten Schicht ein bisschen Angst, dass da nichts wird. Aber ja, also sie braucht halt schon ihre 2-3 Schichten, ne? Aber dann
kann die was. Also kann ich mich nicht beschweren. Was meint ihr? Also die gibt wirklich schon länger. Die hat jetzt nicht so verklebt. Das ist schon getrennt. Also wirklich für nochmal eine Portion mehr würde ich noch eine Schicht drüber legen, um ehrlich zu sein. Aber mir gefällt es tatsächlich. Also es sieht schön aus. Ne? Hat funktioniert. Zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch einen Lippenstift, den ich mir bestellt habe von L'Oreal. Das ist die Farbe Intense Volume Matte 602 Le Nude Admirable. Admirable, ja. Und der schaut so aus. Das sind diese neun länglichen. Riecht wie so ein typischer L'Oreal Lippi. Und der sieht von der Form her natürlich auch sehr, sehr cool aus, ne? Oha, der lässt sich echt schön auftragen. Gefällt mir und der passt richtig gut zum Look. Ha, als hätte ich das vorher geplant, aber habe ich nicht. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Look mit der Palette schminken. Jetzt haben wir auf jeden Fall einmal das Full Face fertig. Ja, wie gefällt es euch? Also ich finde das schon schön. Es ist ein tragbarer, schöner Look. Ne? Fühle ich mich wohl mit, kann ich gleich noch Videos drehen, vielleicht sogar noch irgendwo hinfahren heute. Nicht so cool fand ich tatsächlich den Concealer. Den muss ich nochmal ein bisschen anders in Einsatz sehen, weil der ist sehr, sehr schimmerig. Dieses Puder finde ich viel zu hell. Das mag ich einfach nicht gerne leiden. Das wird nicht bei mir bleiben. Und ja, Julius AA auf meinen Augenbrauen brauche ich auch nicht haben. Deswegen wird auch dieser Augenbrauenstift weiter wandern. Ansonsten schöne Produkte, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Foundation, die haut mich um. Denkt auf jeden Fall dran, bei Beautymates vorbeizuschauen. Ich habe euch die Links dazu in die Infobox reingepackt. Claudi30 ist da mein 30% Rabattcode für euch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!